Qigong richtig zu zweit üben? Frage: Kann man Qigong überhaupt falsch zu zweit üben? Und wenn ja, wie? Darum geht es heute, um das Thema Qigong zu zweit. In der Partnerschaft, unter Freunden. Es kommt immer mal wieder vor, dass man zu zweit die Qigong-Übung praktiziert. Was kann man da am besten machen? Was kann man da falsch machen? Darum geht es heute in diesem Video. Mein Name ist Corno. Wir legen los. Also, erstmal direkt am Anfang, damit du schnell wieder abschalten kannst, falls dich nur das Wichtigste interessiert. Der Haupttipp von mir, dieses richtig, was ich so fett geschrieben habe, das meine ich ernst. Das meine ich wirklich ernst. Kein Clickbait. Das ist die Stellung, wie ihr zueinander steht bei der Übung. Und das sagt eigentlich schon alles. Und normalerweise passiert es sehr häufig, dass die Leute, wenn ihr zu zweit steht, irgendwo zu Hause, privat, wie stellt man sich dann meistens hin? Du weißt es so gut wie ich, und zwar gegenüber. Man stellt sich gegenüber wie eine Art von Begegnung, aber aus Sicht des Qigong ist diese Art von Gegenüber häufig eher eine Konfrontation. Und auch vom Blickfeld her sieht man nicht das Gleiche, man sieht entgegengesetzt. Also man macht aus sich einen Gegensatz. Der eine ist Yin, der andere Yang. Das ist nicht ganz schlimm und es gibt Fälle, wo das sogar sehr harmonisch sich anfühlen kann, diese Rollen der Gegensätze einzunehmen und so zu üben. Ich würde es aber auf keinen Fall empfehlen. Sondern wenn man schon zu zweit übt, die Qigong-Übung, dann warum nicht die Chance nutzen, ein Gemeinschaftserlebnis daraus zu machen, was geprägt ist von Harmonie. Und von Harmonie geprägt, das bedeutet, dass ihr, ich nehme jetzt mal wieder diese Finger, dass ihr nicht gegenübersteht, sondern nebeneinander. Entweder wirklich nebeneinander oder wenn ihr auch synchron üben wollt, und dann ist es schwer, man muss immer aus dem Augenwinkel gucken, wo der andere ist, in leichter V-Form, nur ganz leicht zueinander zugewandt. So leicht wie möglich. Sodass ihr gefühlt in dieselbe Richtung schaut. Das ist das Wesentliche beim Qigong. In dieselbe Richtung schauen. Dasselbe mit den Augen sehen wie der andere. Oder das Gleiche für Sprachwissenschaftler. Das Gleiche mit den Augen sehen wie der andere. Das gleiche Blickfeld haben. Das Gleiche im Blick haben. Das sorgt dafür, dass die Qigong-Übung und vor allem die Verbindung dann, die da ja auch entsteht, wenn wir synchron zusammen üben, dass da eine ganz andere Verbindung entsteht, als wenn ihr euch gegenüber wie zwei Heere bei einer Schlacht hinstellt. Und deswegen sagt man zum Beispiel auch ganz interessant beim Feng Shui, der Lehre von der Wohnraum- und Lebensraumgestaltung, dass wir oft darauf achten, dass Türen von Kinderzimmern oder von Kollegen oder so nicht exakt gegenüber sind, weil dann oft Streit entsteht zwischen genau diesen Parteien, wenn die Türen exakt gegenüber liegen. Nicht ein bisschen, das ist dann meistens nicht so schlimm, aber wenn die auf den Zentimeter genau baugleich gegenüberstehen, ist häufig zu beobachten, dass dann da Streit entsteht, weil da ein Gegenüber ist, ein Gegensatz. Und da finden sich oft Themen, die dann dazu passen. Und ich habe mir das mal über Jahre angeschaut und beobachtet, so in vielen WGs und so, ja, die haben echt oft Streit, die deren Türen gegenüber liegen. Und ja, da, wenn du jetzt fragst, ah, bei mir ist das auch so, was kann ich da machen? Mach den Feng Shui-Kurs, den ich hier auf YouTube habe. Es sind allerdings 24 Teile. Das ist ein Grundkurs für Anfänger. Gib einfach ein ins Suchfeld Qigong Club und Feng Shui. Feng Shui. Dann wirst du fündig und kannst einen kompletten Feng Shui-Kurs machen, wenn du jetzt Angst und Sorge hast. Was kann man da machen? Wie kann man das auflösen? Es gibt Lösungen. So, aber jetzt zur gemeinsamen Übung. Das heißt, das war schon der wichtigste Tipp, nicht gegenüberzustehen, sondern in eine Richtung zu schauen. Und natürlich als kleinere Tipps, das kannst du dir jetzt weiterhin denken, ist selbstverständlich die Übungen möglichst in einem Tempo synchron zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, in welchem Tempo? Ja, einer ist dann der, der das Goldene loszieht und einfach sein Ding macht und der andere muss sich anpassen. Ja, da kann man schon sagen, ja, wer ist jetzt der Chef hier? Man kann entweder sagen, immer, wenn man jeden Tag zusammen übt oder sehr oft, immer abwechselnd.
Oder auch innerhalb der Übung, wenn wir zum Beispiel 7 Durchgänge machen von der Naturübung, dann können wir sagen, Durchgang Nummer 1 macht der eine, Durchgang Nummer 2 der andere oder auch losen jeden Tag. Das geht auch, dass ihr eine bunte Glücksspiellotterie macht, wer die Übung heute an diesem Tag anleitet und das Tempo vorgibt. Und das kann durchaus auch sehr lustig sein, wenn dann einer 4, 5, 6 Mal hintereinander anleitet und der andere gar nicht mehr an der Reihe kommt. Aber ja, macht, you name it, du machst sozusagen das, was, ja, wo du denkst, das ist am spaßigsten oder am sinnvollsten dafür. Jedenfalls würde ich auch empfehlen, dass nicht immer einer der Chef ist und der andere immer folgen muss. Und das ist dann manchmal so, wenn einer einen Qigong-Kurs besucht und der Partner sagt, okay, ich mache mal mit, dass der, der den Qigong-Kurs besucht, dann der Lehrer ist. Und in der Partnerschaft, der dann immer dominant sagt, ich zeige dir jetzt mal, wie das richtig geht. Kann man machen, aber ich würde auch empfehlen, so schnell wie möglich da ein Gleichgewicht zu schaffen in der Anleitung, so dass ihr synchron übt. Und das wäre dann nochmal der wichtigste Punkt aus meiner Sicht zum Schluss. Die Synchronizität, auch wenn sie manchmal nervt oder oft nervt, weil viele Leute denken, ich will mein eigenes Tempo, da fühle ich mich wohler, ich will nicht das von jemand anderem nachmachen. Mein eigenes Gefühl ist so klar und dem will ich nicht entgegenstehen. Ich will endlich mal meinem Gefühl folgen. Das sind so Gedanken, die da kommen, wo das Gefühl schnell da ist. Es ist richtig, nicht synchron zu üben. Und das stimmt. Ja, ganz am Anfang, wenn man nicht viel Erfahrung hat, fühlt es sich viel energetischer und besser an. Wenn du das aber dich darauf einlässt, daher gibt es so Lehrer wie mich, die dann sagen, lass dich mal 1, 2 Wochen drauf ein, auf diese Synchronizität. Versuch die Schönheit darin zu finden, so in einen Rhythmus zu finden und dir auch Zeit zu lassen, tagelang oder wochenlang, bis dieser Rhythmus da ist. Was macht das mit der Freundschaft, mit der Beziehung, mit der Partnerschaft, diesen Rhythmus zusammenzufinden? Und den findet ihr. Das ist das Schöne. Das dauert manchmal ein paar Tage und da haben die meisten schon keine Geduld mehr oder sagen, naja, das wird wahrscheinlich immer so schrecklich sein, übe ich lieber alleine, anstatt zu sagen, gib euch ein bisschen Zeit. 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Und dann werdet ihr merken, auch wenn man mal abwechselnd anleitet, dass da eine Synchronizität entsteht und entstehen darf. Und dann wird es richtig magisch und richtig schön, die Übung zusammen. Und das wünsche ich euch, dass ihr zu zweit genau diese magischen Momente und diese energetischen Momente spürt. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben oder euch, wenn ihr das schon zu zweit guckt. Und dann jetzt viel Spaß bei der Übung zu zweit. Bis dann. Ciao.